Wie weit sind wir denn weg? Wir sind, nicht so weit weg. Knapp 1000 Blöcke ja. sind wir weg. Also sollen wir die Begrenzung vielleicht auf 1000 Blöcke machen? Na komm, 1500 passt doch. Nee, 1500 okay. ist schon okay. Das ist aber echt arschweit. Ja, aber... 1000 ist manchmal halt, auch richtig, weil sonst laufen wir nur aneinander vorbei. Das stimmt auch okay. Ich meine, guck mal, wir sind mittlerweile bei Folge... Ich glaube, ich bin 47 oder so. 47, genau, und laufen... Wann haben wir das zuletzt so richtig gesehen? Wann haben wir die Base von jemandem gefunden? Nie. Das letzte Mal, als ich ausfahren. Über euch gestolpert bin, eurem seltsamen Turm... Das war keine Base, das war ein... Lol. Wie weit genau ist es von eurer Base entfernt? Was? Der Kann es sein, dass sie... Ja, Nick. Ja? Kann es sein, dass sie uns einen anderen Luftturm gefunden haben? Das ist möglich. Wieso, warum? Fragt ihr so komisch? Wir gehen zurück. Ja, wir gehen zurück. Was? Muss jetzt selten vorsichtig sein, wenn wir dort hinlaufen. Wo ihr seid? Könnten dort oben sein. Ja, stell deine Frage nochmal. Wollte? Ja, ich wollte wissen, wie weit euer Turm von eurer Basis entfernt ist. Denkst du etwa, du hast unsere Basis gefunden? Die Richtung wäre auch noch nett. Oder wenn ich irgendwas, was wie eine Basis aussieht, gefunden hätte, würde ich euch dann jetzt das fragen, wenn Johnny in euren Hintereingang steigt und eure Sachen ausräumt? Ja, würdest du. Okay. Okay, ich glaube nicht, dass sie unseren Luftturm gefunden haben. Sonst hätte er das jetzt nicht mit dem Hintereingang gesagt. Ja. Weil dann, obwohl vielleicht will er uns auch wieder... Egal, wir gehen einfach zurück und fertig. Wir gehen nach Hause. Wir haben doch einen Glasboden drin. Genau, und wenn die uns angreifen, müssen wir aufpassen. Wegen Glasboden. Hast du eine Schusswaffe? Ja, habe ich. Zwei sogar. Ich glaube, die andere habe ich oben in der Kiste. Irgendwo habe ich die gelassen. Du hast nicht wirklich... Egal. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich die hingelegt habe. Okay. Weiß ich gerade echt nicht mehr, das ist schon so lange her. Ich würde sagen, wir gehen über die Wüste, oder? Das ist übersichtlicher. Ja, da steht ein Creeper. Ja, den könnte ich auch gleich wegen Schwarzpulver für meine Magazine. Stopp! Okay, er läuft weg. Nein, ich kill ihn. Warte, wie viele Pfeile... die Pfeile verschwende ich nicht dafür. Lass. Wir haben wenigstens Sand bekommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag oder an dir, egal. Mit dem Diamantschwert kannst du eigentlich auch voll auf den drauf gehen, weil du brauchst nur 3 Schläge, ne? Ja. Nee, naja, das nächste Mal. So. Mal schauen. Nee, wir müssen jetzt echt aufpassen. Entweder wir gehen gerade voll den Umweg. Ja, Hauptsache über die Wüste hier. Es ist übersichtlicher. Denk mal an die Ordnung, an die Übersicht, ne? Übersicht für den Arsch. Ah, genau, dann hat Warte, ich muss was essen. Ja. So. Dann hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass es besser wäre, wenn wir Falltür. Springst du mir auch noch hinterher? Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich stand ein bisschen weiter hinten. Wenn wir Klapptüren nehmen würden, anstatt Glas, weil das kann man nicht kaputt schießen mit der Waffe. Wir können es bei Bedarf aufmachen und wieder schließen. Könnten wir machen, oder? Wenn wir genug Holz Aber es kommt aufs Texture Pack an, dann kann man auch durchgucken. Teilweise. Stimmt auch wieder. Ah, das habe ich ja fast vergessen. Ich benutze ja nicht mehr das Janina Craft, sondern das R3D Craft, weil sich das jetzt so viele mal gewünscht haben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr jetzt lieber das R3D Craft oder das Janina Craft haben wollt. Ich habe das versucht, also du hast mir ja deinen Ordner geschickt. Da war das drin, als ich es mal ausgewählt habe, ist das Spiel abgekackt. Ja, das Spiel ist abgekackt. Ja, weil ich habe die 512er Version. Das war halt wahrscheinlich. Nee, da kam Black Screen. Die Koordinaten des Spawns in den Chat schreiben, dann kann ich mir die als Waypoint setzen und euch sagen, wie weit wir stehen schon da. Wenn wir im Bereich sind. Leiste. Wie die einen ablenken, wenn die reden. Mann. Ja, genau, Johnny schreibt's gerade schon. Thank you. Stumm Schwein. Ich will ein Fleisch. Jetzt gibt der mir nicht mal was. Naja. Luftdings. Dann gehen wir jetzt halt über die Berge. Ui. Ich zücke meine Schusswaffe. Mit der sollten wir eigentlich immer rumlaufen. Ja, eigentlich schon. Weil Schusswaffe besser als Schwert. Wow, leck mich so.
Was wollte ich jetzt noch sagen? Hätte ich fast vergessen, genau. Soll ich die fragen, ob die dann jetzt, auch wenn sie ihre Basis gemacht haben, auch wirklich rumlaufen draußen und die Gegend durchsuchen? Jetzt, dann stellen die sich wieder irgendwo hin. Was für nämlich. Nein! Weil wenn die dann wieder die ganze Zeit nur unten rumlaufen, dann ist es ja genau das gleiche, wie wenn die weiter weg sind. Ja. Außer, dass wir vielleicht was mit dem Chunkbug finden könnten, was aber unfair wäre. Ja. Das wäre unfair. So, das ist eine Kuh. Ah. Mrs. Kuh. Das ist eine Frau, weil sie einen Euter hat. Naja. Ich kill hier auch gleich noch die ganzen Kühe. Also im normalen Minecraft gibt es keine männlichen Kühe, schon mal aufgefallen? Also ja. Keine Bullen. Bullen, ja. Hab ich schon bemerkt. Weil desto mehr Fleisch wir haben, bis die Weizen verläuft, desto besser ist es. Und trotzdem können sie Kinder kriegen. Interessant, ne? Mysteriös. Oh, Alter, egal, wo bist du jetzt? Ich bin gerade am Kühe töten. Ah, ja. Ich sehe dich. Ja, bei mir ist hier ein riesen Chunkbug hier, wo ich gerade davor stehe. Ah, bei mir nicht. Ich hau einfach mal so rein. Ich habe auch gerade aus Versehen ein Schaf gekillt. Hier sind noch eine Menge unerforschter Stollen hier unter uns. Vielleicht sehe ich Diamanten drin. Oh, hier ist ein Mops. Oh, nein, das ist eine Kiste. Da steht jemand. Chunkbugs ausnutzen ist unfair, aber ich weiß nicht, das ist so verlockend. Und außerdem ist ja eh keiner mit seiner Basis. Oh, das ist nachgeladen. Schade. Gut, meine ich. Mhm. So siehst du aus. Oh. Ach man, ich wollte die Kuh töten. Weil wir bekommen auch gleichzeitig noch ein bisschen XPs und so, ne? Auch nicht schlecht. Die Schweine hinterlassen bei mir keine sichtbare XP. Das ist bei mir aber auch so. Das ist, glaube ich, noch so ein Bug in den alten Versionen. Das war aber sonst auch nicht so. Okay, wir sind gleich da. Wir sind da. Ja, ich sehe schon ein Chunk-Ladeteil. Ja, ich bin schon. Ich sehe schon. Das lädt so langsam gerade. Also bei mir geht's eigentlich gar nicht. Bei mir ist so alles da. Okay. Finde ich nicht gut, wenn bei mir so alles langsam lädt. Die noch? Nee, die sind hier nicht, oder? Wer sind in einem Radius von etwa 1100 Blöcken? Weil jetzt eben genau. Weißt du, was wir machen können? Wir können genau 1100 Blöcke entfernt vom Spawn immer rumlaufen und versuchen, ihre Basis zu finden. Hm. Wenn die jetzt sagen, etwa 1100 Blöcke, ich meine, das sagen die ja nicht einfach so. Ja. Hallo. Johnny Imber, rum, was meint ihr dazu? Wozu? Radius 1100 Blöcke anstatt. Mir soll's recht sein. Mir wären auch 1000 Blöcke recht, aber okay, 1100 finde ich auch. Ja, ja, die haben wahrscheinlich ihre Base genau auf 1100. Eben. Das ja, ist, nicht ist ganz, aber es ist problematisch, wenn die eine Hälfte dann draußen ist, die anderen. Ja, also es ist genau auf 1100. Ich gehe schon mal hoch und schwimme hoch, ja? Panik? Ja, ich war nur gerade abgelenkt, weil ich hier gerade lade. Okay. Hier ist schon wieder das zugebaut worden. Hier ist niemand. Ah, Standbilder. Was ist denn mit euch los? Keine Ahnung, was bei dir da ist. So, da bin ich wieder. Mir ist gerade eben mal ganz spontan. Ja, Minecraft abgekackt. Und du stehst oben. Ich stehe rum? Nee. Doch, du stehst oben. Ja, ich stehe oben. Hab ich doch gesagt. Genau. So. Ja. Nimmst du mal das Wasser weg? Oder ich nehme den Eimer, den leeren. Ja, ich nehme schon weg, so. Wenn hier müssen wir das auch noch irgendwie ein bisschen besser ab. Da würde ich auf jeden Fall eine Falltür hier. Können wir einen Pisten machen, aber wir haben hier kein Redstone da. In der alten Basis, also in unser Haupt. Ach komm, da haben wir Redstone. Auf, dass wir da nicht runterfallen. Da haben wir aber Redstone. Ja, wir passen einfach auf, dass wir da nicht runterfallen, dann passt das schon. Oder soll ich vielleicht. Wir bräuchten hier Betten. Das genau, das war auch noch so ein Ding. Genau, aber was ich noch zu den Kommentaren sagen wollte, was war das? Jetzt habe ich das schon wieder total vergessen. Es war irgendwas Wichtiges, was ich noch unbedingt erwähnen wollte. Weil dann geht's wieder nicht, weil wir dann schon wieder viel zu viel im Voraus aufnehmen. Oh, ich kann ein Bett bauen.
Kannst du? Ja, ich baue jetzt auch ein Bett. Eins reicht ja. Ja. Reicht schon. Aber mach das nicht hierhin, mach das. Ich muss es erstmal craften. Ups. Mach das irgendwo dahin. So, ein kuschelig weiches Bett. Leute, wäre es vielleicht für euch möglich, wenn ihr jetzt die Nacht mal schlafen könntet, weil sonst dauert es noch mit unserer Rückreise. Ich setz mich hier um. Okay, warte. Naja, wir haben kein Bett dabei. Ey, wir liegen ineinander. Also ist es nicht möglich gerade. Ich kann gerade anscheinend. Dauert bloß noch eine Sekunde. Nach seinem Aussagen nach. Ja, wäre halt irgendwie praktisch, weil wie gesagt, wir sind halt ein Stückchen weit weg. Ja, dann gehe ich halt einfach kurz aus dem Spiel raus, wenn ihr da schlaft. Warte, wir liegen gerade ineinander. Wir liegen doch nicht ineinander. Ich hab doch echt ein Bett. Ja. So, also bei mir sieht. Achso, das ist meins. Achso. Ich sehe mich von innen. Raus, ich will mich auch mal. Also wir pennen, ne? Okay, Janik, lass du mal kurz rausgehen. Okay. Ich raus. Ah, ich geh schon raus. Okay. Immer diese Schlaflosigkeit. Gut, dann. Also wir liegen. Und Janik ist... Ah, okay. Janik kann jetzt wieder rein. Okay. Geh rein, Janik. Ja, ja, ich komm ja schon! Gut. Sneake ich! So, dann können wir auch mit der zweiten Siedlung beginnen. Schade, dass wir die jetzt immer noch nicht sehen. Das ist ärgerlich. Das zieht das Ganze ungemein in die Länge. Ja, und du bist ja jetzt YouTube-Partner, du geldgeile Sau. Das machst du absichtlich. Ja, wieso absichtlich? Ja, geldgeile Sau, du bist jetzt YouTube-Partner. Ist auch nicht gut, wenn das jetzt in die Länge gezogen wird. Wenn es mehr Folgen gibt, gibt es mehr Geld, nicht wahr? Alter. Können wir vielleicht nicht auf 1150 machen? Nein. Unter 1000. Naja, dann müssen. Unsere Hälfte ist unsere Hälfte der Basis ist im Radius, die andere Hälfte ist außen rum. Ja, dann habt ihr Pech. Also, wir haben jetzt extra schon in 1500 reingebaut. Das, und da haben wir schon. Ja, und 1100 hatten wir gesagt, jetzt ist es abgemacht. Ja, aber letztes Mal haben wir 1500 gesagt. Und ja, da haben wir umgesiedelt und jetzt mag ich nicht eigentlich schon wieder alles um. Johnny, wir kriegen das hin. Nein, 1150. Auf die 50 Meter kommt jetzt nichts drauf an. Dann wissen wir echt wenigstens, wo wir etwa genau suchen müssen. Ja. Gut, ich lege jetzt mal hier so Zeug in die Kiste und dann gehen wir mal Eisen farmen. Müssten wir mal, wir haben kein Eisen, wir haben zwei Eisenbarren noch. Müssten wir, wobei halt wie gesagt immer einer hier oben sein sollte. Wir brauchen auch erstmal, hast du eine Spitzhacke? Ich hab Steinspitzhacken, keine Ahnung. Ah, hier ist noch eine Eisenspitzhacke in der Kiste. Obwohl, also, die sind ja jetzt eh beschäftigt mit ihrem Base-Ausbau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da weg. Warte, ich nehme Gravel mit. Wir bauen uns dann mit dem Gravel hoch und dann gehe ich einfach runter und du machst mir Wasser runter und ich stelle eine Fackel drunter und dann können wir das einfach machen. Oh, da will ich... Oder du stellst deine Fackel drunter. Oder wir bauen uns dann einfach nachher wieder hier hoch. Obwohl. Nee, wir springen einfach runter und fertig. Ja, und wie kommen wir wieder hoch? Mit dem Gravel. Ich baue mich hoch und dann lasse ich den Wasser runter und so. Und, ja. Schon immer Arschbaum. So, ich hab gesehen von zur Höhle. Ich hab gar nicht gezielt, ich hab mich gerade einfach nur gedreht. Okay. Ich wäre schon wieder fast gestorben. Ich würde sagen, eine halbe Stunde ungefähr. Jetzt ist es laut meiner Uhr 6:06. Ja, und wann haben wir angefangen? Um 6:30. Sicher? Ja, circa. Bisschen später. Dann stellen wir uns mal ein. Obwohl, ich würde. Na, machen wir noch ein bisschen länger, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch sein, dass wir erst um 3:15 angefangen haben. Okay. Gut. Also, aber länger als eine Viertelstunde würde ich schon sagen, dass wir aufnehmen. Schon. Okay. Ja. Stirb, Kuh! Na gut, dann gehen wir halt jetzt noch schnell in die Höhle und holen Eisen, weil, ja, die werden jetzt eh nicht rausgehen. Wenn die jetzt die Basis haben. Warte, hier ist doch ein Höhleneingang. Hier, oder? Ja, klar, hier ist ein Höhleneingang. Ja, da gehen wir rein. Und es sieht das so aus. Sollten wir vielleicht einen gescheiten Eingang machen? Hier ist doch ein gescheiter Eingang. Öfters reingehen, oder? Hier ist noch ein Chat. Das sind Pilze und Zombies. Und ein Creeper. Hallo, Herr Creepermann. Genau, und zu dem YouTube-Partner. Ja, ich bin YouTube-Partner. Viele haben sich gewundert. Und zwar vielleicht deshalb, weil ich mal gesagt habe, dass ich keiner bin. Und zwar war das... Mein Inventar ist voll verdammt. Egal. Ach, der war das, ja. Oh, und hallo zwar Zombie. War das damals, als ich Thumbnails machen konnte, aber noch gar kein Partner war. Und dann ein paar Tage danach wurde ich wirklich Partner. Endlich. Einmal. Ich habe Eisen gefunden.
Ja, ich auch. Wo bist du? Wir sollten uns nicht trennen, das gefällt mir gar nicht. Ich bin einfach in den anderen Gang gegangen, der ist auch schon zu Ende. Ah, okay. Dann komm mal wieder zu mir, ich habe nämlich auch Eisen gefangen. Komm zum Eisen. Das Eisen ist dein Freund. Geh immer zum Eisen. So. Bisschen Kohle bräuchten wir auch. Ja. Wir haben genug Kohle. Genau, Pflanzmod, das wollte ich auch noch besprechen. Genau. Pflanzmod. Warum benutzen wir den Pflanzmod? Da oben ist Eisen. Ich denke, erstens mal benutzen wir den Pflanzmod, indem wir die Waffen benutzen. Ja, hier ist auch noch Eisen. Und zweitens meinte derjenige wahrscheinlich den Flugzeugmod, warum wir den nicht mehr benutzen. Ihr habt doch letztes Mal gesehen, was letztes Mal passiert ist, oder? Und zwar backt das immer so rum auf. Lol. Da oben. Hier ist ja noch mehr Eisen. Genau, Yannick, bist du? Ja, da? Ich bin noch da. Genau. Ja, und zwar backt das immer so rum auf diesen, auf der 1.1-Version mit den Flugzeugen. Wow. Das backt halt einfach rum, deshalb benutzen wir das nicht. Was ist denn? Ja, der ist mir gerade voll fast auf den Schädel gefallen. Ich bin gerade ausgewichen, gerade okay. Im Real Life auch zur Seite gesprungen. Oh. Ja, ja. Oh, hier ist schon der Stollen. Und hier ist noch mehr. Oh Gott, hier ist Eisen. Eisen.